Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainsport Fever 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns an einem relativ neuen Bahnhof noch, beziehungsweise einem ausgebauten Bahnhof, bei dem jetzt auch Öl gehandelt wird. Und ihr habt eben den Zug vielleicht gesehen, hier kommt der nächste. Das sind unsere Ölzüge, der sollte hier auch, obwohl so viele Tonnen nimmt er gar nicht mit. Aber der andere Zug hier hinten, das sieht ja übrigens richtig cool aus hier. Das sieht ja richtig nice aus hier mit der Brücke und wie der hier oben am Berg entlang fährt und dann hier der Tunnel kommt. Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Das ist ja eine Megastrecke. Das sieht ja richtig geil aus. Klasse. So, da fährt er nämlich jetzt und hat gerade 23 Tonnen Öl dabei. Die kommen hierher. Und dann werden hier die Kunststoffe hergestellt. Die müssen dann weiter transportiert werden nach hier ganz hinten. Da. Ich würde sagen, da gucken wir jetzt direkt schon mal nach. Wie wir das machen. Also wir müssen auf jeden Fall schauen, wenn die hier mit hochkommen. Erstmal wird das auf jeden Fall so sein, ob das dauerhaft so ist. Und neue Loks, neue Wagen, weiß ich noch nicht. Auch hier, ach, hier ist noch eingleisig. Ach, nur der Bahnhof, ne? Nee. Hier, ah, da müssen wir umbauen. Okay, komm. Das machen wir direkt. Die Frage, da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. So. Ich glaube, der Bahnhof war sogar zu kurz. Der passt ja hier gerade so rein. Wie lang haben wir denn den Bahnhof hier? Der ist sogar nur 240 lang. Und der hier oben? Der ist sogar noch kürzer. Also wir müssen die Bahnhöfe mal vergrößern. Ich weiß nicht, ob wir da schon auf der Länge sind, die wir wollen. Müssen wir mal gucken. Eventuell muss es halt dann später noch weiter ausgebaut werden. Das ist dann halt so. Erstmal denke ich, reicht die Länge. Oder wollen wir es gleich? Ach komm, wir machen es gleich auf 340 Meter. Oder sogar noch länger. Wir gucken mal, wie weit wir hier noch rauskommen. Hier ist ja auch glatt. So. Und dann packen wir da noch. So, jetzt hat der Bahnhof eine Länge von über 320 Meter. Okay, das sollte aber reichen dann. Dann kommt ja hier wieder die Weiche hin. So. War da theoretisch auch. Ne, da ist ja nur ein Gleis. Der muss ja auch nur eingleisig bleiben. Da muss ja gar nicht mehr passieren. Doch, die müssen. Ich habe eine Idee. War, würde ich mal gerne schauen, was passiert denn, wenn wir hier vielleicht abzweigen. Und das umgehen hier, diesen Knick für die Züge dort.
wäre doch vielleicht nicht so schlecht, oder? Muss da ein Signal hin? So, oder? Ist das korrekt? Hier müssen auch Signale hin. So, das macht Sinn. Dann können nämlich die Züge direkt hier vorbeifahren. Und die zurückkommen, fahren dann darum, vor allem auch der Ölzug dann, der ja dieses Gleis benutzt. Finde ich, glaube ich, erstmal gar nicht so schlecht, aber die müssen das Gleis noch wechseln können. Ah, ich hoffe, das geht jetzt noch. Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, schade. So vielleicht. Lässt sich jetzt hier nicht so gut bauen, leider. Weil das in der Kurve liegt. Müssen wir es ein bisschen nach vorne schieben. Diesen Abschnitt. So, dann passt es. Jetzt brauchen wir hier hinten diesen Übergang neu für die Straße. Gehen wir hier runter. Ich würde gerne auf den Boden runter. So. Und hier das gleiche auch runter. Da haben wir hier nämlich eine schöne Brücke. Da muss noch ein Signal hin, dass sie auch wirklich fahren bis da. Und dann können wir einen Zug einsetzen, der sich auf diesen Weg begibt. Wir hatten ja hier oben schon ein Depot, das ist jetzt erstmal weg. Das hatten wir abgerissen, das baue ich dann direkt wieder hin. Das war nämlich hier gar nicht so schlecht eigentlich. So. Und einmal genau umgedreht. Na, bau hinter. So.
So, perfekt. Dann gibt es eine neue Linie. Von dort nach hier. Und von hier müssen dann die Waren mitgenommen werden zu diesem, nein, zu diesem Bahnhof. Genau, und dann wieder nach da. So. Dafür setzen wir dann direkt einen Zug ein. Und wir haben super viele neue Züge. Wir fahren elektrisch Privatbahnen von Pantograph. So, da haben wir die Cargo oder hier die Privatbahn, aber alles 145er Baureihe. Regio nehmen wir mal nicht. Cargo nehmen wir auch nicht. Ich würde schon hier so eine. Mal gucken, was passt denn? Rail for Shem. Oh, das wäre cool. HGK weiß ich nicht genau, was das ist. TX Logistik wäre auch cool. Cargo, finde ich eine schöne Lok, aber ich finde, das passt, weil wir haben da eine Chemiefabrik und dafür können wir die eigentlich mal einsetzen. Die anderen kommen noch. Was haben wir hier noch? Sind die gleichen, nur. Egal, ja, wir nehmen die. Zack. Oder ist irgendwer stärker, weil wir haben ja hier eine sehr steile Strecke. 4200er. Oh, die wären natürlich. Ne, jetzt haben wir uns für die entschieden, jetzt haben wir die eingesetzt da. Jetzt machen wir das. So, dann wäre es natürlich jetzt geil, wenn wir da auch Wagen für hätten, die noch besser passen würden. Die jetzt nicht unbedingt DB-Design haben. Da gibt es keine verschiedenen Möglichkeiten, die wir auswählen können. Wir könnten eine Farbe wählen. Aber ansonsten können wir dann nichts auswählen, was wir da haben möchten. Nur hier. Die haben 14, 12, 16, 12, 13, da würde mehr reinpassen. 20. Ne, ich würde sagen, wir nehmen. Wo steht denn die Länge? Steht da nicht, ne? Wie viel brauchen wir denn? Wir nehmen den hier. Acht sind das, das sind 96. Ich würde sagen, wir setzen drei oder vier Züge ein. 190 Meter, nehmen wir noch eins, sind wir bei 206, oder? 144. Und wir setzen ein. 1, 2, ich würde 4 einsetzen. 106 Millionen. Okay. Neue Linie. Hier Linie 4. Da war irgendwas falsch. So, die Strecke hatten wir ja repariert hier. Das müsste also jetzt stimmen. So, dann kommen die hier raus. Die können ja auch direkt schon da die Strecke lang fahren. Wir können natürlich einen auch umdrehen. Geil, guck mal, dieses Türkise, dieses grünlich-Türkise mit diesem Blauen dahinter. Sieht schon schick aus. Und dann hier halt nochmal so ein paar andere hinter. Das ist noch gar nicht so ein langer Zug. So, der kann gleich mal umdrehen. Dann fährt er erstmal nach da. Dann sind die schon mal so ein bisschen verteilt. Ach, der kann da gar nicht das Gleis wechseln. Ne? Okay, dann muss er doch nach da fahren. Dann geht das nicht. Dann muss er das halt machen.
Wobei ich jetzt nicht verstehe, warum der da hält und den durchlässt. Den Sinn habe ich jetzt nicht verstanden. Weil der hätte ja auch hier... Da ist ja auch keiner unterwegs. Der hätte ja einfahren können in dieses Gleis theoretisch. Warum hat er das nicht getan? Oder stimmt hier die Gleisführung nicht? Doch. Nee, der fährt... Ah, okay, 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 okay. Halt. Da stimmt die Gleisführung nicht. Der fährt hier unten aufs falsche Gleis. So, das ist übrigens erstmal Kunst. Masch. So. Und das Ganze wird erstmal orange. Und da müssen wir sagen, du hältst hier in Riedrich West auf dem anderen Gleis und entlädst da. So, jetzt haben wir hier aber eine Sache vergessen. Wir müssen hier jetzt auch noch eine neue Linie haben, die das Ganze jetzt hier in die Stadt transportiert. Und zwar werden Waren hier unten gebraucht, an dem und an dem. Dafür gibt es jetzt eine neue Linie. Fährt eigentlich auch ganz gut. Ach nee, das ist ja Waren. Ach, das war falsch. Und die andere Linie, die ich da gemacht habe, die war falsch. Das war... Da. Das sind nicht Maschinen, sondern das ist... Waren. Die haben wir jetzt hier und jetzt brauchen wir da noch neue Fahrzeuge, die dann unsere Maschinen in die Stadt bringen. KKKKK. Hey, wo ist es denn? Das nicht alphabetisch sortiert? Wie habe ich die denn genannt? Hä, bin ich jetzt dumm? Wo ist diese Linie hin? Faust, da ist es nicht zwischen. Hä? Ach, ich bin so blöd, ne? Okay, Leute, sorry. Okay, die heißt Waren. Waren Dortmund. Ups. Jo, egal. Sorry. So, jetzt. Nee, das ist er noch nicht. Jetzt wartet der aber auch wieder. Worauf? Worauf zur Hölle wartet... Ne, der fährt. Das ist jetzt wieder Autosave. Ach Mann, ey. So, der musste jetzt erst weg. Genau, das kann sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Abkürzung geschaffen. Das sollte deutlich besser funktionieren dann. Der muss jetzt erst über das rüber sein und dann fährt der los. Ne, jetzt ist der im Weg.
müssten wir hier vielleicht auch noch ein Signal setzen. Dass die dann immer schon mal bis da vorfahren würden. Jetzt kommt der raus, den drehen wir dann direkt mal um. Wenn der da draußen ist. Weil da funktioniert es. Der fährt schon mal weg. Der kann ja das Gleis da wechseln, dann passt das. Dann ist der nämlich schon mal nach da unterwegs. Hier kommt jetzt der Gegenzug schon. Der fährt mit 78, 80. Gucken wir mal, wie schnell der den Berg hochfährt. Der hat sogar schon ordentlich was dabei hier. 77, spannend wird es jetzt hier auch wieder noch. 55. Es kann aber sein, dass der dann nicht schneller darf in der Kurve, dass das halt limitiert ist, weil das so ein enges Gleis ist. Er beschleunigt auf jeden Fall und muss jetzt leider anhalten. Mich würde aber interessieren, was die Ölzüge machen, mit welchem Tempo die hochkommen, aber hier... Die müssen wir sowieso auch nochmal tauschen. Aber viel größer geht halt nicht. Aber müsste halt eigentlich gemacht werden. Das sollte passen. So, weil der fährt ja durch, genau. Der braucht, eigentlich bräuchte der Durchgang. Aber so viel Verkehr ist er hier jetzt noch nicht. Dann geht's hier runter. Der wartet da schon auf eine Weiterfahrt. Nehmen der, ist aber gut, wenn hier nur ein Signal, dann haben die nämlich nicht das Problem, dass sie öfters stoppen müssen. So, hat der schon Maschinen dabei? Nee. Ach nee, aha, nicht Maschinen, Waren, aber wir brauchen noch Stahl. Oh, vergessen. Wo kriegen wir denn jetzt Stahl her? Wo war denn hier ein Stahlwerk? Da. Also Material fürs Stahlwerk würden wir gut dahin kriegen. Die Frage ist, wie kriegen wir den Stahl dann von da hier hin? Gute Frage, ne? Per Straße. Einzige Möglichkeit, würde ich sagen, per Straßenanbindung. Wollen wir es noch ganz schnell machen. Wir haben hier die Straße dorthin. Das muss hier hinten hin transportiert werden. Wir müssen also da raus. Vielleicht auch hier durch irgendwie. Müssen wir mal gucken. Hier rum, die Straße. Oder die bestehende benutzen. So, diese Straße bauen wir mal aus. So, die geht nämlich dann dahin. So. Von der Kohle kommt eine, die geht dann dahin und dann brauchen wir ein... Von da. Hier so dieses
Da ist so ein kleines Tal hier, da müssen wir nicht oben drüber. So, das ist angeschlossen, dann könnten wir hier eine Verbindung machen, die dann nach unten auch hinführt, von hier aus irgendwie. Machen wir so. Hier hin. Da weiter. Und dann müssen wir aber hier noch rausgehen. Und das machen wir aber mit so einem... Was ist denn das jetzt hier? Ach so, weil das hier... Eine Straße dahin. Aha. 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 Neue Fahrzeuge. Yo, der Metronom. Geil. Geil. Hammer. Oh, das freut mich. Den setzen wir auf jeden Fall demnächst schon ein. So, die Folge ist schon wieder mega lang. Aber egal. Das machen wir jetzt noch schnell fertig. Da müssen wir jetzt nicht nochmal mit anfangen dann. Warum können wir das denn jetzt nicht unten hinbauen? So, weil das oben an die Straße anpasst, ne? Ja, würde ich sagen, wir machen den dahin. Weil der ist ja trotzdem angeschlossen da. Dann bauen wir aber da die Straße um. So, dass die LKWs da ganz gut fahren können. Warum ist das hier so? Ich will ja nach da, das stimmt schon. Hier zwischen den Wäldern durch. So, und dann kriegt man... Ah, speichert der schon wieder. So, mach hin hier. Ich möchte jetzt das fertig bauen hier. So, und das führt hier zu diesem Werk. Dass dann hier auch eine LKW-Station hinkriegt. Ich hasse es, ne? Ich möchte kein, eigentlich möchte ich ja keine Folgen mehr machen, die eine halbe Stunde oder so dauern. Lässt sich irgendwie immer nicht vermeiden. Vor allem finde ich es jetzt auch so blöd, dann jetzt aufzuhören und rausschneiden. Ich weiß nicht, ist auch immer schwierig. Weil davon lebt es ja, von diesem ganzen Gebaue und hin und her.
So, die hier oben braucht noch eine Station. Eigentlich war ja auch in der Folge noch was anderes geplant. Das hatte ich beim letzten Mal angekündigt. Das werden wir nicht schaffen. Ich habe es nicht vergessen, Leute. Ihr wisst es. Und zwar wollten wir eigentlich die Schnellzüge ersetzen. Jetzt haben wir natürlich den Metronom. Vielleicht werden wir sogar den uns holen. So, jetzt brauchen wir aber hier noch die Anbindung. Auch noch. Ah. Wir kommen hier nicht mal raus. Scheiße. Aber ich wollte diese Straße ja nutzen hier. Müssen wir hier noch ein bisschen auspacken. So, und dann geht halt hier eine raus. So. Jetzt soll ich noch glätten. Liebe Leute, damit diese Folge jetzt nicht extremste Überlänge bekommt, würde ich sagen, die Linienfindung und so weiter, das machen wir dann beim nächsten Mal. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir bauen das jetzt hier fertig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne mal eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Auch wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wäre super geil. Und ja, wie gesagt, dann werden wir hoffentlich auch unsere Hauptstrecke dem Fluss entlang mit neuen Zügen versehen. Und hier diese Linien vervollständigen. Ich bin jetzt raus. Wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Kanzler. Bye, bye. Der ist voll leer, der Zug. Was ist da schon wieder los?